Frauen sind mal Boss, mal Leader. Können mehr als Hausarbeit. Frauen haben Angst vor Spinnen. Und Frauen sind zum Kampf bereit. Frauen haben lackierte Nägel. Graben damit Gärten um. Frauen haben Jobs und Kinder. Frauen bringen neuen Schwung. Hallo und willkommen bei Beauty Couch, dem Podcast, in dem wir über Themen im Bereich Beauty und Kosmetik aus dem Nähkästchen plaudern. Heute übrigens unser erster. Ja, dann wollen wir uns mal vorstellen, die Beauty Coaches auf der Beauty Couch, bestehend aus der Gabriele Fuchs, die mit über 30 Jahren Erfahrung in der Kosmetikbranche glänzen kann und eine Ausblicke als Insiderin hat, Marketing-Expertin und Unternehmensgründerin von Beauty Press Webportales, dem größten Presseportal Deutschlands ist. Tja, und mir gegenüber sitzt die Denise Bassler, die vor 14 Jahren bei der Beauty Press angefangen hat als Content Managerin und eine ausgebildete Make-up-Artistin ist mit fast 10 Jahren Erfahrung und in der Zwischenzeit ihre eigene Make-up-Schule hat. Übrigens auch für Braut-Make-up steht sie jederzeit gerne zur Verfügung. Um was geht es denn eigentlich heute in unserem ersten Podcast? Gut. Ganz im Sinne vom Valentinstag, der bald ansteht, wollen wir uns um Tipps und Tricks bezüglich Make-up und Parfüm mal genauer kümmern und uns das Ganze genauer anschauen. Tja, wie ist es denn heutzutage mit den Dates am Valentinstag? Also ich muss dazu sagen, zu meiner Zeit, als ich noch aktiv war, war das überhaupt gar kein Thema. Aber heute scheint es ja irgendwie schon sehr, sehr en vogue zu sein. Also es gab eine gewisse Zeit, da gab es einen gewissen Hype, wer hat ein Date am Valentinstag und wer nicht. Ich persönlich stehe ja nicht so auf den Valentinstag und Kitsch allgemein, aber in der Kosmetikbranche zumindest ist das schon ein sehr wichtiger Tag. Generell würde ich sagen, manchen jungen Leuten ist es schon noch wichtig, ob man ein Date hat oder traurig zu Hause sitzt, wie man sagen möchte. Aber ja. Dates am Valentinstag sind schon noch in, glaube ich. Okay, wie sieht's denn bei Ihnen mit dem Date aus? Ist schon was im Busch? Oder kann man noch nichts dazu sagen? Ja, jetzt Denise. Ja, Pause. Karten auf den Tisch. Das müssen wir dann, das haben Sie vorher nicht gefragt. Das müssen Sie einfach spontan übernehmen. Ja, das kommt dann immer ganz spontan auf. Also die Männer sind da heute ja schon ein bisschen spontaner, ob es da dann ein Date gibt oder nicht. Echt? Ja, aber die müssen sich doch eigentlich auch mal überlegen. Die Mädels können ja nicht einfach spontan irgendwie aus dem Büro dann plötzlich in die Abendklamotten geschminkt und aufgebrezelt irgendwo hingehen. Ja, das ist heute schon ein bisschen spontaner. Also die Männer sind da schon so, möchten sich auf nichts festlegen und dann gibt es da halt ein Date so um kurz vor knapp, wenn es dann eins gibt. Ja, okay. Und wenn eine Frau eine eindeutige Botschaft senden will, dann gibt es da ein absolut fantastisches Parfum. Das heißt Isabelle, prends-moi. Sie meinen, als wenn man sich was wünscht zum Valentinstag, da um Wünsche zu äußern. Okay, ja. Gut, da ist die Voraussetzung natürlich, dass der Kerl auch Französisch versteht und dieses Nimm mich auch zur Kenntnis nimmt. Ja, also Französisch sollte er schon können. Wenn nicht, hoffe ich einfach, dass er clever genug ist und den Begriff googelt. Gut, das würde natürlich auch funktionieren, wenn man voraussetzt, dass er das dann tut. Aber gut, ja, Parfüm ist immer eine gute Wahl für ein Geschenk am Valentinstag. Aber welches hält denn lange? Es gibt viele Parfums, die sehr lange halten. Das kommt eben auf die Inhaltsstoffe drauf an. Und Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Jasmin, wie Ylang Ylang, wie Frangipani, die halten sehr lange. Und natürlich auch das, was am längsten hält und auch diese erotische Note mit hat, das ist eben Moschus und Ambra. Okay, gibt es denn den Unterschied zwischen einem Eau de Parfum und einem Eau de Toilette? Aber ganz klar, es gibt drei verschiedene Duftintensitäten, wenn man so will. Das leichteste mit bis zu 5% ist das Eau de Cologne. Das war früher natürlich in den 1800er Jahren, war das sozusagen dasjenige welche.
Dann gibt es das Eau de Toilette, das sind ungefähr 10 bis maximal 12% an Duftessenzen. Und dann natürlich das Eau de Parfum, das bis zu 30% Duftanteil hochgehen kann. Immer eins muss man noch bedenken: Man kauft in der Flasche zwischen 70 und 90% Alkohol. Okay. Aber zum Trinken nicht geeignet. Der erstmal ein bisschen verdampfen muss, was auch der Grund ist, warum man nicht immer gleich dran schnuppern sollte, wenn man eins probiert. Richtig. Okay. Was ist denn oder was hat es denn auf sich mit den Kopfnoten, Herznoten und Basisnoten? Die klassische französische Parfümerie hat diese sogenannte Duftpyramide entwickelt und über die Jahrhunderte verfeinert. Die Kopfnote ist die, die man sofort gleich am Anfang, wenn der Alkohol weggedunstet ist, die man riecht. Meist sind es eher frische Noten, die man da hineinkomponiert. Dann kommt die sogenannte Herznote. Das ist eigentlich die, die den Duft voll zur Geltung bringt. Und als Basisnote ist die, die am längsten hält, die also noch über teilweise bis zu 5 und 6 Stunden nachwirkt. Okay. Das heißt, man hat ja eigentlich immer diese 9 Düfte, immer 3 pro Stufe. Ist das richtig? Es ist jedes Mal ein anderer Duftaspekt, ja, tatsächlich. Also es riecht anders. Die Amerikaner haben ja eine ganz andere Herangehensweise an den Duft. Die sagen zum Beispiel, der Duft muss sofort so riechen wie die Herznote. Also, dass man weiß sozusagen, was man bekommt und sich nicht überraschen lassen muss über eine gewisse Zeit. Nicht die Katze im Sack. Kauft, so genau, könnte man es auch sagen. Also auf jeden Fall, die gehen über einen 2-stufigen Duftakkord. Hat sich aber international nicht wirklich durchgesetzt. Okay. Und wo hält der Duft denn am längsten? Ich meine, wo sollte man ihn denn am besten aufsprühen? Ja, am liebsten eigentlich da, wo Sie den Kern gern mit der Nase dran hätten. Also hinter den Ohren. Und für den Handkuss ist natürlich auch das Handgelenk ganz charmant, aber ein bisschen altmodisch. Aber das sind so klassische Stellen, die sehr gut durchblutet sind und wo sich der Duft natürlich am besten entfaltet und mit der Haut vermischt. Okay, das sind so mal gute Tipps, die man fürs Parfüm dann braucht. Was macht man denn aber, wenn jetzt so ein Date ganz spontan kommt? Ja, das ist das Ding mit den Männern heute. Die sind, wie gesagt, ziemlich spontan. Also da kann es gut und gerne mal heißen, sollen wir heute gegen Abend vielleicht mal essen gehen? Also man legt sich da nicht mehr gerne fest, so wie früher, dass man irgendwie sagt, um 18 Uhr hole ich dich ab, sondern heute Abend. Was die Männer aber nicht verstehen, ist, dass eine Frau mit spontan vielleicht gegen Abend nicht viel anfangen kann, weil eine Frau, wie wir alle wissen, die muss duschen gehen, muss sich schminken, muss die Haare machen. Das Ganze dauert natürlich. Und dann natürlich noch die Kleiderfrage. Ja, die man 5-mal ändert, wenn man sich im Spiegel dann natürlich anguckt. Kommt immer auf den Kerl an. Kommt immer auf den Kerl an. Das kleine Schwarze oder dann doch die Jeans, klar, ist immer fraglich. Aber natürlich braucht man da ein bisschen Zeit. Was natürlich heißt, wenn, ich meine, so ein Abend gegen Abend heißt dann einfach alles möglich zwischen 18 und 20 Uhr. Heißt, man richtet sich so gegen 17 Uhr dann mal. Ja, dann muss das Ganze natürlich auch von 17 bis 20 Uhr relativ gut aussehen. Also entweder hat man Zeit oder man muss es halt dann doch ganz schnell machen. Ja, was plaudert die Make-up-Artistin denn dann aus dem Nähkästchen? Wie kriegt man es denn hin? Gut, wenn es dann ganz schnell gehen muss und der Herr ganz spontan ist und man so ein paar Minütchen irgendwie hat, dann gibt es natürlich diese 5-Minuten-Hacks, die man irgendwie anwenden kann, so dieses No-Make-up-Make-up, also man benutzt zum Beispiel Puder anstatt Foundation, wenn man keine großen Unreinheiten hat zum Abdecken, geht natürlich schneller, oder Gloss statt Lippenstift, da muss man nicht so genau sein, dunkler Lidschatten mit einem flachen, abgeschrägten Pinsel als Eyeliner auftragen, anstatt einem flüssigen, geht natürlich auch ein bisschen schneller. Also alles Sachen, die einfach schneller gehen als das normale Make-up. Im Notfall geht natürlich auch, zum Beispiel kann man von Art Deco die Trio-Boxen einfach schnell in die Tasche einpacken und sich im Restaurant ein bisschen nachschminken. Merkt kein Mann, wenn man das zum Was ist eine Trio-Box? Die Trio-Box sind kleine Boxen von Art Deco, wo man einfach die Lidschatten einzeln kaufen kann, die dann in diese Trio-Box reinsteckt. Ah, die sind
sind mit diesem Magnetverschluss. Genau, also man braucht dann nicht so eine ganze Palette kaufen und man hat so seine drei Favoriten und schmeißt den Rest irgendwie weg, sondern man sucht sich die Farben aus, die man wirklich möchte und hat die dann in dieser Box mit drin und kann die schnell mal kurz einpacken. Super. Ja, die Farbe des Jahres ist ja raus von Pantone, der Ton Very Perry. Nicht jedem seins, aber ja. Ein blau-lila Ton, nicht ganz einfach vielleicht zu schminken? Nicht ganz einfach, weil blau ist als Lidschatten immer relativ schwierig, den mögen die meisten nicht so ganz. Geht schon mal, wenn man ihn ganz dünn aufträgt. Auf den Nägeln geht er ganz gut, weil das so ein blau-lila Ton eigentlich ist. Wem die Farbe jetzt nicht ganz so liegt, kann natürlich auch bei den Nude-Nägeln bleiben. Geht auch gerade, wenn es spontan sein muss, relativ schnell. Da hat man eben nicht das Problem, dass man so genau sein muss, kann das relativ dünn auftragen, fällt nicht auf und trocknet dann auch schnell. Ja, und Nude hat natürlich den Vorteil des Chippen. Ja. Sozusagen das Anstoßen der Nägel vorne ist dort kaum sichtbar und man sieht immer noch gepflegt aus. Nicht nur abends, sondern vielleicht auch noch nach einer heißen Nacht. Die am Valentinstag schon mal vorkommen kann, das ist richtig. Ja, dann Frage, Rot ist ja die Farbe der Verführung. Roter Lippenstift am Valentinstag? Das fragen mich viele meiner Schüler immer, gerade bei so privaten Workshops. Ich würde gerne rot tragen, bin mir aber nicht sicher, ob es mir so gut steht. Da sage ich dann immer, doch, rot geht immer. Die Frage ist aber natürlich, wie trägt man es? Also wenn man so dann dasteht, so als graues Mäuschen und man ist ein bisschen schüchtern und man schämt sich dafür, einen roten Lippenstift zu tragen, weil der ist eben schon sehr präsent, wenn man den trägt, dann sieht es auch nicht gut aus. Wenn man aber einen roten Lippenstift trägt, das auch ausschreit und sagt so, hier bin ich, dann sieht es auch bei jedem eigentlich gut aus. Also rot geht eigentlich immer. Das ist so ein Trend, der eigentlich nie weggeht. Oh, ich meine, es gibt ja jetzt unendlich viele Rottöne, gelbstichige, blaustichige, graustichige, braunstichige. Also man kann ja unter Hunderten wählen. Allein wenn man in eine Drogerie geht oder eine Parfümerie, hat man ja eine Riesenauswahl. Welchen Rotton nehme ich denn, damit ich nicht vielleicht doch irgendwie daneben greife? Gut, da muss man immer ein bisschen aufpassen, wie die Zähne aussehen. Also wenn man schon irgendwie so leicht Zähne hat, die so ein bisschen ins leicht Gelbliche gehen, dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man, ja, man sagt ja auch, Gegensätze ziehen sich an, so ist es auch bei den Zähnen. Also die Komplementärfarben, blau zu gelb, gleichen diesen Gelbstich halt so ein bisschen aus. Zu weißen Zähnen kann man natürlich wieder mal alles tragen. Zu weißen Zähnen kann man alles tragen, aber so ein leichter Blaustich im Unterton oder eben, wenn man dann gleich zu Berry oder irgendwelchen bärigen Tönen greift, dann gleicht das Gelb wieder aus. Wo man aufpassen muss, ist dann einfach so Koralle oder orangetönige Lippenstifte. Die sollte man halt nicht tragen. Ja, es ist aber auch schwierig, als Farbe orange zu schminken. Und beim Rot, glaube ich, ist doch auch ganz wichtig, dass das Make-up, die Foundation, perfekt ist. Die Foundation sollte schon passen. Also so ganz ungeschminkt mit einem roten Lippenstift ist immer ganz schwierig. Da würde ich dann schon empfehlen, dass man sagt, okay, ich richte mich ein bisschen, das kleine Schwarze schadet natürlich auch nicht, gerade am Valentinstag. Und da dann den roten Lippenstift, das sieht immer gut aus. Und was gibt es sonst noch für Tipps zum Valentinstag? Das ist immer ganz individuell. Also ich würde sagen, Zeit auf jeden Fall, sich vorab zu richten. Man kann ja auch ganz positiv gestimmt sein auf den Abend und sich schon mal richten, ohne dass man weiß, ob man ein Date hat oder nicht. Im Notfall sitzt man halt alleine zu Hause mit einem Glas Prosecco. Aber man hat sich zumindest vorbereitet. Kommt auch vor. Ja, also da gibt es eigentlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die man an dem Abend hat. Aber wie gesagt, rot geht immer. Schnelles Make-up würde ich empfehlen. Und die Männer mögen sowieso nicht so sehr, wenn man sich zu stark schminkt. Die meisten Männer stehen auf natürlich. Oh, das ist ja mal was, ein Ding. Das ist ein Ding, ja, das stimmt. Habe ich mir zumindest mal sagen lassen. Gut, also, ich denke, das waren jetzt ganz interessante Tipps. Ich weiß, dass Sie schon mal am Valentinstag aus Versehen ein Date hatten. Tja, kann auch passieren. Sie können gerne noch erzählen, wie das war.
Ja, ich habe aus Versehen am Valentinstag tatsächlich mal ein Date ausgemacht. Hab denjenigen, welchen mal gefragt, ob er denn Lust auf einen Spaziergang hat. Auf dem Weg habe ich dann festgestellt, dass es der 14. Februar ist. Holla. Ja, war unangenehm, weil ich mir dachte, der Herr muss auch denken, sehr verzweifelt die Dame. Hat sich aber auf das Date eingelassen und im Nachhinein hat sich rausgestellt, ihm war auch nicht bewusst, dass es Valentinstag ist. Von daher war es nicht ganz nix so schlimm. Nichts passiert. Nichts passiert, nein. Also, und falls euch unser Jingle gefallen hat, das ist ein Song von Kemi C. Die schreibt sich K-E-M-I-C-E-E. Ein Song, den mir ganz zufällig in die Hände gespielt wurde. Und er nennt sich Femme Phänomenal. Und er hat mir unheimlich gut gefallen. Ich fand den witzig, ich fand ihn stark und das hat uns einfach gut gefallen, auch der Denise. Ne? Auf jeden Fall. Frauen bringen neuen Schwung, also wir graben den Garten um, auch mit lackierten Fingernägeln. Also das war einfach richtig stark. Und ihr könnt Kemi C auch auf Instagram unter Kemi C, auf Facebook unter Kemi C Music oder auf YouTube unter Kemi C, Femme Phänomenal, mit einem tollen Video versehen, könnt ihr euch den Song anhören. Und auf jeden Fall wünschen wir euch einen ganz tollen Valentinstag und lasst uns wissen, ob unsere Tipps euch geholfen haben und ob eure bessere Hälfte auch den Wink mit dem Zaunpfahl zu Pour moi verstanden haben. Pour moi verstanden. Ja, wenn er es natürlich nicht aussprechen kann, der Ärmste, dann hat er schon mal Pech gehabt. Gern könnt ihr uns auch auf Instagram und unter beautypress.de folgen und bei unserer Umfrage auf jeden Fall mal mitmachen, welche Themen wir dann im nächsten Podcast bequatschen sollen. Und bis dahin wünschen wir euch hier auf jeden Fall alles Gute und sagen erstmal Stößchen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Stößchen. Stößchen.